weiter geht's mit Wreckfest und wir machen heute weiter mit dem Ding hier. Wird mal wieder Zeit, ein bisschen racen. Big Rally Speedway, äußerste Oval, Schleife, los geht's. Wir bleiben dabei. Ah, ich weiß gar nicht, was wir jetzt nochmal noch ein neues Auto haben. So, gucken. Also, wie viel Klasse B? So, ich habe eine Katze über Ziel gesetzt für die Leute, die jetzt gerade fragen. So, gucken wir mal. Ach so, wir könnten ja. Jetzt gucken wir mal gerade. 180er. Naja, passt schon. Auf Rennposition 1, das ist unser Ziel. 15 Autos sind insgesamt im Rennen. Die stehen in der vorletzten Gruppe oder standen. Natürlich. Das Lustige ist, dass ich jetzt mir eine Lücke suchen muss. Ah, das ist natürlich jetzt super. So viel zum Thema, da bleiben wir das Rennen auf Platz 1, also es geht schon wieder gut los. Wir arbeiten jetzt natürlich, weil ich jetzt da ein bisschen rausgerückt habe, genau die Position getroffen. Na, die sind ja schon wieder dran am Feld. Das heißt, es wieder ein bisschen reinfighten in dieses Rennen. Boah, Alter, was eine Metzelei. Schön den Wagen jetzt Rambock. So, wir sind jetzt vier da und also dran an den Jungs da vorne. Also sieht doch wieder schon besser aus. Einer hat auf jeden Fall schon mal erwischt. Sorry, da muss ich jetzt ausweichen. Dankeschön fürs Wegrammen nochmal. Und wir waren mal erst da und das heißt wieder von vorne anfangen. Auf jeden Fall wird es ein enges Rennen. Ich hack mal gerade so ein bisschen hier die Innenbahn durch, damit ich mich ein bisschen weg mich absetzen kann. Runde 4, wir sind immer noch hier. Erster, wir sehen uns haben jetzt. Na gut, aber da muss ich ja ein bisschen aufpassen. Natürlich. Ich komme aber auch nicht rein an die Position, weil ich mal irgendwie dran bin und der Position kriege ich mal einen mit. Auf
jedenfalls einen schon mal mitgenommen jetzt gerade nochmal. Na, ich muss jetzt in den grünen Ding hier holen. Der Minwettler, der ist auf jeden Fall momentan. Der ist auf jeden Fall gerade führender und. Das Problem ist halt auch, dass ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen muss. Oh, komm an. Ich komme aber auch nicht rein an die Position. Letzte Runde, oder? Nee, war nicht. Nicht ganz. Jetzt führen wir mal ein Rennen an. Ich bleibe noch ein bisschen auf der Innenlinie, damit ich los in den Verkehr. Oh, da ist auch noch rausgeflogen. Ja, es sind nur noch 15 Autos. Das sind ja, ne, 15 war es vorher. Oh, der ist auch rausgerutscht. Da ist er nämlich komplett in den Gegenverkehr rein. Habe ich das gerade das Gefühl, weil er ist nämlich nicht mehr im Rennen. Oder zumindest nicht mehr hinter uns. So viel habe ich das jetzt gerade gesehen. Na, da hängt er mit drin, im Verkehr. Der ist in den Gegenverkehr reingerutscht. Und somit ist er natürlich jetzt mal eliminiert. Und wir gewinnen dieses Rennen dann doch noch irgendwie. Trotz unseres Ausfluges, unseres Zwischenpositionen. Oh, passt auf jeden Fall. Ne, 8 hat er gewonnen am Ende. Wie das Auto aussieht. Aber wir haben es geschafft, Leute. So. Ja, oh, wir haben die volle Punktzahl geholt, aber leider nicht das alles entscheidende Bonusziel geholt. Okay. Survival Race. Ja, das wird lustig. Mit dem Schulbus, sehe ich das gerade richtig? Cool. Ich guck mal gerade in der Werkstatt, ob wir nochmal ein Auto holen können. Ach, der will gar nicht in die Werkstatt, okay. Naja, fahren wir es trotzdem. Fahren wir das letzte Rennen noch. Bergen School of Demolition. Ah ja. Ich glaube, den Schulbus, den werde ich mir auch noch holen. Verlierst du zwei Räder, dann machen sie sofort als demoliert. Ja gut, klar. Das Auto ist definitiv dann Schrott. Und es sind einige Schulbusse dabei, oder sehe ich das falsch? Sind wir das einzige Auto auf der Strecke? Ah, super. Na gut, wir versuchen trotzdem. Ah, wir sollen nur noch fahren, okay. Vielleicht haben wir trotzdem Glück, dass wir mit dem Auto. Den Vorteil haben wir. Das ist ein Dreirad, ja, das ist okay, das ist klar, der kippt ein bisschen nämlich von der Seite. Hauptsache, die fahren hier mit dem Schulbus, Alter. Verpiss dich. Das ist das Problem, die Bus. Du hast keine Lücke, du findest dann, wenn du da nicht vorbeikommst. Boah, Alter! Aber während ihr euch da schön mit den Bussen jetzt bekriegt, das, weil ich weiß, wovon ich spreche, ich bin selber Busfahrer, also ich habe Busführerschein.
Ja, ich weiß, wie schwierig diese Dinger sind. Ich jag mich da mal innen vorbei. Immer so frei an dir. Gut, da hat es auf jeden Fall einen schon mal zerlegt, gut zerlegt. Wir hängen jetzt wieder im Feld. Ne, wir sind Vierter. Okay. Ich bin mal... Alter! Jetzt wollte ich, weiß nicht, wo die Lücke ist. Wo die Führenden sind. Da ist nämlich keine Positionsanzeige drüber. Also muss der Kollege da mit drin sein. Der ist eine Führende. Rock Dog, kacke. Hier ist er, der Blaue. Während ich natürlich jetzt hier durchkomme und die jetzt gerade so ein bisschen sicher selber bekriegen. Klar, jeder will jetzt irgendwie vorbei. Ich bin da voll drin in der Situation. Oh mein Gott, Alter. Wegen so einer Kacke verlierst du dann das Rennen. Ich war Erster. Ah Mann, ich war Erster und dann kriege ich den da, da drückt er mich da komplett weg. Fuck. Ah Mann, das ist ärgerlich. Das wäre machbar gewesen, das Ding. Komm, wir starten das nochmal neu. Das war jetzt relativ kurz. Aber ich würde gern... Ich würde gern zumindest mal... Ja, ich muss... Fuck. Dieser Drecks... Drecksscheiße, da war der echt nicht weggekommen, weil ich da eben festgehangen habe in der Lücke. Kurz mal reingucken. Ich will mich. Dann hole ich mir nämlich ebenfalls noch einen Schulbus. Das wird das lustig. So, gucken wir mal gerade eben im. Ach ja, Werkstatt. Upgrades, Tune, Markt. Ich guck mal, ob ich einen Schulbus kriege. Aber ich glaube, ich krieg keinen. Ne. Wir müssen den jetzt freischalten. Nee, schade. Ne, leider nicht der Fall. Schade. Ja, ich hätte gern. Ich hätte gerne noch einen Schulbus geholt. Wir fahren trotzdem noch einmal das Rennen. Komm. Kein Bock, hätte ich gesagt, nochmal. Klar, wenn du keine Chance hast. Ja, wenn du da einer quer steht oder sowas und du kommst da einfach nicht durch, hast du keine Chance, weil die da mit drei Bussen oder so nebeneinander kleben. Und das ist jetzt einfach der Fall. Das ist jetzt passiert. Tune ist für dieses Fahrzeug deaktiviert. Aha. Schade. Naja, das war's auch nochmal. Oh, ich stehe nur 24 Sekunden. Ich glaube, ich bin sogar mittendrin. Ich meine, das Gute ist, die klemmen sich da alle ineinander, die Busse. Und deswegen habe ich das Rennen noch verloren. Ich kann nichts ausmachen, außer irgendwo die passende Lücke finden. Dankeschön. Wie gesagt, und die sich hier schön bekriegen. Wir sind jetzt 10, da haben wir schon... Boah, Alter. Hätten sie mir auch im Bus gehen können. Oh, Glück gehabt. Der wollte schön wegschießen, der Typ. Aber der soll noch nicht ganz geklappt.
So, wir sind jetzt führender sogar. Clemens hinter dem gelben Bus. Der sieht auch ordentlich aus. Während ich mir natürlich jetzt irgendwo die passende Lücke angel. Hab ihn. Letzte Runde. Wie sind nicht alle drin, sind nicht alle doch im Rennen? Und gewinnen dieses Rennen. So. Im zweiten Lauf haben wir es dann am Ende genossen. Als einziges Auto. Oh, nicht mit dem Bus hier das Singen zu holen. Cool. Aber der hat mir ruhig einen Schulbus freigeben können. Komm. No, ich krieg einen scheiß Supervan. Ich will einen Bus haben. Naja, egal. Alles gut. Wir haben es auf jeden Fall geholt. Ach, das ist... Ach so, Survival Challenge, The Great Escape. Ach so, das ist das Rennen an sich. Du musst mit dem einzigen Auto gegen die ganzen Busse kommen. Okay, das haben wir doch hingekriegt. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Wreckfest.